Sommer Sale, eine Chevrolet um 40% günstiger. Was denn das? Das sind ja Aktionen. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Need for Speeds. Ja klar, wir sind mit deren Servern verbunden. Das ist ähnlich wie bei Rainbow Six Siege. Da werden ja auch immer mal wieder die Operatoren im öffentlichen Quatsch, im wöchentlichen Rabatt günstiger angeboten. Wäre blöd, wenn sie teurer werden, aber egal. Ihr wisst ja, wo wir stehen bei einem Zeitrennen. Kleine Schritte und da ist noch ein Sternchen dran, also machen wir das mal. Auf los geht's los. Habe ich schon gesagt, willkommen zurück bei Need for Speed. Hallo allerseits. Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn ja, dann gut. Wenn nein, dann jetzt nochmal. Hallo allerseits und willkommen zurück bei Need for Speed. Doppelt hält er bekanntlich auch besser oder zumindest einmal. Ich weiß echt nicht, ob ich euch gerade Hallo gesagt habe. Oh Gott. Mit mir geht's bergab. Na, wobei, das ist gerade wieder die tolle Kurve hier hinten. Wir müssen aber gerade nicht driften, wir müssen einfach nur Kontrollpunkten. Boah, die Corvette ist ja wirklich ein Traum. Und je mehr ich mit ihr fahre, umso besser komme ich mit ihr zurecht und toll. Und toll. Ja, was lag denn da rum? Sind wir schon wieder eine Runde rum? Ach stimmt ja, das war ja rundenzeitbasierend. Stimmt, das sind wir doch schon mal gefahren hier hinten. Das haben wir doch mal erst im letzten Moment geschafft. Boah, krass, wie die Corvette hier rumkommt. Ein Traumwagen, mein Traumwagen. Optisch wie Fahrer zu fahren. Fahrertechnisch. Nein. Fahrbarkeit. Ich wollte irgendwas auf ich sagen. Weil optisch, aua, ist der Wagen hin. Was war denn das für ein Geräusch? Das klang ja wie bei Pinball. Wir sind aber gerade nicht auf der Eins. Warum geht der Wagen da schon wieder kaputt? So, wann kommt auf der Karte das Symbol für neue Runde? Eine Dreiviertelsekunde müssen wir schneller sein als bisher. Neue Runde hat hier noch nicht begonnen. Heidi ist hinter uns. Tja, ist wieder die Frage, ob Klum oder vielleicht Heidi aus den Bergen. Ich glaube eher aus den Bergen. Stelle ich mir gerade vor, wie sie hier fährt. Aua! Warum denn schon wieder? Direkt hinterm Ziel? Ist nicht gut. Zeitmäßig könnten wir noch eine Runde starten, aber es wird nichts, weil wir müssen es mit dieser hier schaffen. Ich hänge mich mal rein, aber ich glaube, das wird nichts mehr mit diesem Unfall zu Beginn. Die Kurve ist geil, der Wagen ist geil, was für eine Mischung. Zünde ich jetzt mal. Unsere Rückleuchte geht wieder an. Schön. Ach, das ist mal auslaufen, da bekommen wir Geld für. Doch nicht. Hat er das jetzt doch irgendwie abgebrochen? Ach, ich fahre nicht zurück. Halt. Oh, blende uns nicht so. Blöd, Mann. Das hier war's, ne? Kleine Schritte, wobei. Hieß das wirklich kleine Schritte? Mist, aber hier gibt's ja kein anderes Zeitrennen. Es ist ein Zeitrennen. Das auch keine Uhr? Das ist schon richtig. Ich treffe nicht. Ich werde es ja gleich sehen, wenn ein Tunnel vor der Nase ist. Wenn wir gleich wieder auf der Straße stehen. Ja, das war das Rennen. Dann nochmal, ich will es einfach schaffen. Auch wenn wir dieses Event und genau diese Strecke schon mal gefahren sind, da war ein Sternchen dran. Klar, jetzt haben wir es einmal geschafft, deswegen erstmal nicht mehr. Oh.
bin gegen das Mikrofon gekommen. Entschuldigung. Vielleicht habt ihr es aber auch gar nicht bemerkt. Ich glaube, das ist sogar der Fall gewesen, aber trotzdem Entschuldigung. Ich habe euch geschlagen. So, dann will ich jetzt mal hier Midi 1 holen. Wird ja wohl mit diesem Wagen drin sein. Wenn es hier Driftpunkte gäbe, ich hätte jetzt welche verloren. Und rausballern. Hat jeder zweimal gebimmelt? Hier muss ich mal aufpassen, das war schon damals so. Ach Mann. Rückleuchte geht wieder an, super. Aktuell auf der 1, aber da waren die vorhin auch noch besser. Von der Rundenzeit her gesehen. Und das müssen wir auch noch werden. So gewinnen wir nämlich nicht. Oh, da kann man ja hängen bleiben. Sehr gemein. Einfach mal eine saubere Runde hinbekommen. So, hier, das ist die schlimme Stelle. Jetzt habe ich sie mal gemeistert. Jetzt muss auch der Rest passen. Das war nicht übel. Jetzt kommt da rechts was zum Hängenbleiben. Da kommen wir überhaupt nicht in die Nähe. Schön. Bisher ist die Runde gar nicht so verkehrt. Also Zeitrennen finde ich cool. Oh, hier will ich nicht hinbleiben. 36, das sollte der Sieg sein. 38, ja, jetzt pendeln die sich so langsam wieder ein. Nein, auf der 1 ist jemand mit noch weniger. Scheiße. Das wird wohl der letzte Versuch sein. Wir haben nämlich gar nicht mehr so viel Zeit über. Nur noch auf der 3. Ach so, die kommen gerade durchs Ziel nämlich an. Deswegen die Geräusche. Also eine weitere Runde schaffen wir nicht. Die muss eigentlich sitzen, aber die ist gleich zu Ende. Oh, Mini mal hinten. Und das Spiel ist hängen geblieben. Es ist nicht schön, wenn Spiele abschmieren. Weil Need for Speed auch besonders lange lädt. Und das Ganze zweimal und das erste aus der Garage springen, das dauert ja auch nochmal. Aber wir gehen es nochmal an, wir hätten es sowieso nochmal neu starten müssen, weil zeitlich hat es ja nicht gepasst. Also, weiter geht's. Hier ist mir bewusst, muss ich runter, aber nicht so. Schnell, 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 ich muss eine Runde beenden. Will ich jetzt mal gar nicht so viel driften hier in dieser Ecke? Oh, der Stoß hat uns nach vorne katapultiert. Interessant. So, komm, 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 komm. Also 35 Sekunden müssen wir hier auf einer Runde auf jeden Fall fahren. 41. Boah, ist wirklich die schwierigste Kurve hier bei diesem Rennen. Komm rum, Wagen. Oh. Oh. Aber diesmal hat uns die Bande gar nicht so stark abgebremst. Das finde ich gut. Auch hier wieder ein Stoß mitgegeben. Ein nach vorne schnipsen. Fein. Also Zeit-Nitro ist wirklich Gold wert. Finde ich persönlich deutlich besser als Aktions-Nitro. Bisher. Zum Glück gibt es ja auch keinen Gegenverkehr. Ich schaue jetzt mal nicht auf die Zeit, ich schaue erstmal auf die schwierige Kurve. 37 ist zu wenig. Au. Zwei Versuche haben wir noch. Noch sind wir auf der 1, aber es wird nicht so lange so bleiben.
So, gleich wieder die schlimme Kurve. Das war bisher am besten durchfahren. Oh, wie das Teil da vorne fliegt. Letzte Chance für eine neue beste Runde. Das ist die letzte Runde. Eine zweite schaffen wir nicht mehr. Was für eine Suppenschüssel. Ja, ob die Rundenzeit besser wird? 36,41. Bisher. Nochmal verbessert. Ich schaue jetzt nicht hoch. 24 Sekunden. Das wird nichts. Boah, so gut bin ich noch nie durchgekommen. 35,68. Ach Mann. Nein. Hä? Ich habe gerade 35,68 gelesen. Ach, der Führende, das waren aber nicht wir. Das ist ja mal schwer, merkt ihr das? Ich fahre mal nicht weiter, weil bringt gerade nichts. Also einmal will ich es noch probieren. Einfach nur, weil es Spaß macht und weil es einfach mal herausfordernd ist. Ja, ja, schön und gut. Hier können wir gleich wieder annehmen. So, bleib stehen. Also wie ich beim letzten Versuch da durch die erste Kurve gekommen bin, durch die ganz schlimme, durch die Schicksalskurve, so muss ich jetzt wieder durchkommen. Wir haben ein paar Versuche. Ich hoffe, ich bin jetzt drin, wenn das Spiel mitspielt und nicht abstürzt. Ja gut, wir sind jetzt gerade nicht so schnell. Wir haben zwar einen fliegenden Start, aber jetzt habe ich hier schon mal Mist gebaut. Auf der nächsten Runde sind wir auf jeden Fall schneller. Weil wir schon mit mehr Schwung reinkommen in die Runde. Also nochmal ein kleines Warmfahren, die Reifen auf Temperatur bringen. Stellt euch mal so eine Fahrt bei Fun 2015 vor, zum Beispiel. Das wäre ja schlimm. So, neue Runde, jetzt muss es sitzen. Soll ich es mal mit Risiko gehen? Ja. Mal kurz bremsen, dann bin ich zu weit gekommen. Oh. Oh nein, schon verschmissen. Okay, die Runde ist auch dahin. Der bleibt erstmal stehen. Hallo Gummiband. Geht doch mal weg. Jetzt sind wir mit einem unterwegs. Das finde ich für die nächste Runde dann gar nicht gut. Ich muss eigentlich wieder vor. Noch sind wir auf der 1, aber mit einer 40er Zeit, das wird so nix. Nächste Runde. Weniger Risiko, leicht angeschlagen. Jetzt komme ich hier blöd raus. Ah, okay, die Runde wird es auch nicht. Ach Mann. Ja, Corvette, komm dich wieder ein. Hallo. Wir haben nur noch einen Versuch. Die Runde wird nix. Der nächste muss sitzen. Bin mal gespannt, ob die noch so mittlere 30er-Zeiten fahren. Bisher nicht. So, Nitro ist voll. Jetzt fangen sie an mit 37er-Zeiten. Okay. Ich will hier raus. Das schaffen wir nämlich nicht mehr. Dann lasse ich es jetzt einfach mal so liegen. Jo. Wir fahren was anderes. Wir werden bestimmt dieses Event nochmal fahren. Auch wieder mit Sternchen. Was gibt's denn hier? Ein Straßenrennen. Renner. Zeitfahren. 4000. Das wäre mit Robin. Machen wir. Dann erzählt sie vielleicht mehr demnächst von dem, was sie plant. Und Spike, den er sich bisher wirklich komplett außen vor. Straßenrenner. Fahre das Zeitfahren mit Robin. Wir müssen nicht gewinnen, aber dafür gibt's mehr. Gewinnen. Robin verlieren lassen. Das muss getan werden. 19 Kontrollpunkte. Oh.
das hätte böser enden können. Ach, hier war eine Mittelleitplanke, habe ich gar nicht so wahrgenommen. Sind wir nach vorne? Achso, Position ist egal. Wir müssen einfach in der Zeit dann ankommen, wenn wir das maximale Geld haben wollen. Oh, das Gemüse war weg. Ah, hier ist ja wieder eine Entscheidung. Zum Glück leuchtet das. Und zum Glück bleiben wir da rechts hängen, warum auch immer. Und Kurve! Oh. Dum, 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 dum. Kurve. Cool. Kurve, schön breit und nicht eng. Geradeaus geht's. 15 von 19, das schaffen wir. Lockers nehme ich mal. Polizeistation auf den linken. Und das ist Ziel. Oh ja, locker. Schön. Straßenrenner geschafft. 4000. Nicht viel, aber bei Robin sind wir noch nicht so weit. Bei Spike erst recht nicht. Krank, Tacho am Anschlag. Lenken da so beschränkt. Ey. Robin, ruf an, los. Los, ruf doch an. Ich auch nicht. Die Corvette, so ein schöner Wagen. Oh ja, mit Robin fahren wir gleich wieder weiter, aber hier ist noch was. Ein Rundkursrennen auf schwer. Bin ich mal gespannt. In Position. Rase bis zur Ziellinie und die Sonne geht auf. Aber wenn wir in einer anderen Ecke der Stadt sind, ist sie gleich wieder komplett untergegangen. Oh, interessant. Kameraführung par excellence. 8 Leute fahren hier mit, 2 Runden sind's. Viele Autos, nicht gut. Oh, der fährt Nakai-san mit, sieht so aus vom Wagen her, aber nein, glaub nicht. Hier scheint uns die Sonne ins Gesicht. Eine Nicole fährt mit. In einem Bull Skyline. Harvey fährt für den Porsche Carrera. Den 73er. Ja, bisher ist es wirklich schwer. Wir sind noch in der ersten Runde. Polizei kommt auch dazu. Ja, an sich immer gerne wechseln, aber zum Glück kommt gerade kein Gegenverkehr. Oh Gott, da müssen wir rein, okay. Oh, da kommt eine schöne Kurve. Schaut mal. Aber mit Gegenverkehr ist das blöd. Oh. Hallo. Was? Tata? Wie heißt der? Tartata. Mittlerweile Runde 2, weil Tankstelle auch wieder zu sehen ist. Au. Rückleuchte ist weg. Das gewinnen wir nicht. Weil es schwer ist. 2 Kilometer sind es noch. Ja, ist wirklich schwer. Davon ist die Polizei und ich bekomme meine Corvette nicht in den Griff. Wenn wir jetzt rammen, sind wir am Arsch, oder? Ja. Wir drehen auch noch. Toll. Eigentlich wollte ich das Event gleich neu starten, aber das kann ich mir jetzt abschminken. Bleibt mal wieder im Gegenverkehr, weil es vorhin schon so gut geklappt hat. Oh, wir können noch gewinnen. Ah, ne, da wollte erst die 1. Ah, 2, 3. Schade. Doch nur die 3. Da war das Rennen aber etwas zu kurz. Gegen Ende dann doch. Jetzt müssen wir erstmal abhauen. Komm. Ne, wobei, die sind schon weg. Gut. Oh, mal aufhalten. Ha. Und nochmal reinfahren. Ha. 4 habe ich mitgenommen. Hey, das geht ja auch. Fein.
Aber ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge einfach mal wieder weiter. Sehr schlimm, wie das aussieht. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Einfach in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.